geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Luca Marx pfeift die Partie an. Bogdan Chubin stößt an. Für die Gäste aus Bocholt die ganzen Schwarzspielen. Und im ersten Durchgang von links nach rechts. Gütersloh in grün. Dementsprechend von rechts nach links. Nach Gütersloh. Und jetzt schauen wir erstmal auf Marvin Lurich. Der wird geblockt und das ist die Schussmöglichkeit. Und der erste Abschluss nach 3 Minuten. Philipp König. Munterer Beginn. Probst. Legt den Ball da aber raus, auf die rechte Seite und da ist ganz viel Platz für Julian Schauerte. Barak ist in die Mitte gerückt, niemand greift Schauerte an, der kann da spazieren und Schauerte schließt ab und wird noch geblockt, gibt die erste Ecke für Gütersloh. Nummer 1 auch für die Gastgeber. Und die ist gefährlich und eine Glanzparade von Lukas Fox zur zweiten Ecke. Wie holt er den denn raus? Da wird der Fuchs zur Krake. Den haben ja alle schon drin gesehen, hatten den Torschrei auf den Lippen. Von Bocholt über die linke Seite. Marvin Lurch wird jetzt hinterlaufen von Ali Barak. In der Mitte wäre Kampmann, aber nimmt Barak mit. Der mit der Flanke und Schubin mit der Möglichkeit. Ich glaube, das war nicht ganz so gewollt. Pascal Wittecke versucht verzweifelt wen und dann findet er Leo Weichert, der über den Ball schlägt. Pietrovic, ganz, ganz wildes Ding. Und da muss Peters mit dem Kopf hin und durch. Und dann können sie es bereinigen. Was war das denn? Beckert startet durch und bekommt jetzt auch den Ball und ist da völlig allein gelassen. Und diesmal kommt der Ball an. Beckert in die Mitte und das ist eine richtig starke Grätsche von Beugmann. Da war auch keine Hand im Spiel. Frenkert mit dem langen Schlag Richtung Beckert. Der bringt den mit dem Kopf noch in die Mitte. Aber König muss da erstmal nach außen. Kein Abseits von Philipp König. Der kann da ohne Gegenwehr in den Strafraum einziehen. Bringt den Ball in die Mitte. Aber am kurzen Pfosten ist Jano Peters. Marvin Lurch. Der wird hinterlaufen von Beckert. Schaut aber erstmal eher in die Mitte. Und dann legt er sich den Ball zu weit vor und das Ganze verpufft. Aber das ist ein grober Fehlpass. König kommt da an den Ball. Aber Leo Weichert passt auf, wird dann noch geblockt von Marvin Lurch. Man muss quasi alles gewinnen und hoffen, dass Aachen Punkte lässt. Natürlich da heute eine gute Chance gegen Fortuna Köln. Hirschberger mit guter Übersicht für Marvin Lurch. Lurch mit dem Abschluss. Und da fehlt nicht viel. Peters wäre geschlagen gewesen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er es probieren wird. Nein, Buckmeier macht's und scheitert an der Mauer. Zweiter Ball von Twarzig, nicht schlecht. Hereingabe und Probst nicht mit dem 1:0. Super abgelegt von Leo Weichert und Eduard Probst. Ja, der möchte ja am liebsten nicht nur im Tornetz im Boden versinken, weil er muss ja den Ball doch nur irgendwie über die Linie drücken. Und irgendwie schafft er es, den Ball da aus wenigen Metern am Tor vorbeizusetzen. Für Peters und er möchte es jetzt schnell machen Richtung Eduard Probst. Bocholt hinten nicht sortiert. 2 gegen 2. Probst gegen Frenkert. Probst hält in der Mitte Esko. Geht den Haken. Muss jetzt zurücklegen. Kandic setzt den Ball über den Querbalken. Ich rechne damit, dass wir in wenigen Minuten auch noch Rafael Asibay-Mensah sehen. Aber erstmal Freiberger mit dem Ball in die Mitte. Probst legt gut ab. Nochmal gut abgelegt. Kandic, das muss es sein und das ist es. Diesmal macht er es. Alexander Kandic, der Joker sticht und Gütersloh führt. Das ging viel zu einfach. Freiberger auf Probst, auf Kandic ins Tor. Und Gütersloh ist knapp 20 Minuten davon entfernt, einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen. Und die Aufstiegshoffnungen in Bocholt, die verschwinden immer mehr. Hier nochmal die Szene. Probst dann noch auf 20. Der Topscorer, er ist wieder da und macht sich direkt bemerkbar. Und niemand, aber absolut gar niemand, ist bei Alexander Kandic. Ah, gute Balleroberung von Kandic. Der gefällt mir richtig gut, wird geblockt. Der hat richtig Betrieb ins Offensivspiel gebracht. Esko prallt nochmal für Kandic, wird geblockt. Esko, Handspiel für mich. Esko. Und dann ist Lukas Fox da. Frenkert. Und dann in der Mitte Wellers beim Freistoß.
bringt den rein, der ist gefährlich. Der klatscht an dem Pfosten. Das war brandgefährlich. Freistoßflanke von Jan Wellers. Und dann ist es die Kopfballgelegenheit für Jano Jansen. Peters nochmal mit dem langen Schlag und jetzt ist das Spiel aus. Nach einem Unentschieden gegen Fortuna Köln besiegt der FC Gütersloh den ersten FC Bocholt und wird somit zum allerbesten Freund von Alemannia Aachen in der Regionalliga West. Das war cool, Marcel. Habt ihr davon eine Playlist oder sowas? Ja, Playlist gibt's hier. Mega! Habt ihr noch andere Videos? Irgendwie irgendwas Cooles? Ja, letzte coole Video gibt's hier. Ach da! Ja klar. Ja. Und dann würde ich euch, glaube ich, abonnieren. Geht das auch? Abo geht auch. Ja. Abo können wir da. Da ist es. Danke, Marcel.